Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Wolfgang Basler und ich möchte euch einen Überblick geben über diese Bücher, die in den letzten zwei Jahren von mir erschienen sind. In diesem Falle ist es das Buch D1 Up und Down. Hier findet ihr zahlreiche Übungen. Ihr lernt da drin die Bewegung und die Notenlehre. Das nächste Buch ist das Buch Rudiment für den D2-Lehrgang, für den D3-Lehrgang und für den C1-Lehrgang. Hier erlernt ihr die Technik von Flams und Rolls. Und nun zum Überblick. Müller-Technik. Die Müller-Technik ist eine ganz andere Technik. Die Stockhaltung ist auch anders. Aber das erfahrt ihr alles im Buch und auf der DVD. Ich zeige euch jetzt das Hauptmerkmal der Müller-Technik. Die Müller-Technik ist also praktisch auch ein Up und Down, aber hier wird der Rebound völlig ausgenutzt. Ihr haltet den Finger, die Finger also so, als wenn ihr Schattenspiele macht. Ein Hund steckt also praktisch den da rein. Hier 2 cm, ich glaube, kommt der am Muskel hinten raus. Und jetzt kann er schwingen, frei schwingen. Die Bewegung ist, wenn ihr 2 gespielt habt, könnt ihr auch 3 spielen. Oder 4. Jetzt spielen wir eine Übung dazu, Seite 42, die Übung A. Damit ihr seht, wofür die Müller-Technik gut ist, soll nämlich der Single-Stroke hier eingeübt werden, seht ihr einmal die Grundbewegung jetzt und dann die Verdoppelung, wenn die linke Hand dazu spielt. Ihr seht also, die rechte Hand hat nichts anderes getan, wie sie vorher alleine einstudiert wurde. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich hat es euch gefallen. Weitere Clips findet ihr auf dem YouTube-Channel von Marching.